Wir entwickeln Leidenschaft für das, was wir da tun. Damit begeistern wir auch immer mehr Leute für das ganze Projekt. Deswegen wächst auch EWB einfach, weil wir alle für unsere Projekte brennen, weil wir das, was wir da tun, wir stehen voll und ganz dahinter und tragen gern diese Verantwortung, die wir da auch auf unsere Schultern übernehmen, wenn wir hier ein Haus hinstellen und sagen, das ist erdbebensicher. EWB, Engineers Without Borders, ist ein Kollektiv angehender Ingenieure, die sich neben ihrem Studium ehrenamtlich in Entwicklungsländern engagieren. Seit 2004 plant und baut die Hochschulgruppe aus Karlsruhe alles von Wasser- und Energieversorgungssysteme, Bildungseinrichtungen und Unterkünfte bis hin zu Brücken. Mit über 300 aktiven Mitgliedern kämpft EWB für Chancengleichheit und Lebensqualität in der ganzen Welt. Unser Ziel ist, gemeinsam mit den Bewohnern oder den Leuten eben vor Ort was Neues zu schaffen, was die Lebensqualität verbessert. Und dass sie sich aber auch danach selber tragen können. Und diese Zusammenarbeit und dann auch das Verbinden einerseits deren Kultur, andererseits unseren Ideen, das ist super interessant und hat schon zu tollen Projekten und Erfolgen geführt. Also für mich ist extrem wichtig, dass wir bei EWB nicht nur Sachen für uns in Deutschland hier machen, sondern uns für den Menschen im Ausland auch einsetzen, für die, die eben nicht die gleichen Gelegenheiten wie wir gehabt haben, sondern wir auch das Leben von den Menschen verändern können, aber auch, dass wir andere Teams kennenlernen, also die Lösungen in Teams arbeiten, dass wir Leute aus unterschiedlichen Fachrichtungen kennenlernen, dass wir da unseren Spaß auch haben, dass wir die Theorie in die Praxis auch anwenden können und das alles zusammen macht halt EWB auch einzigartig. EWB nimmt jede Aufgabe der Projektplanung und Durchführung selbst in die Hand. Von Recherche, Besichtigungen, Planung von Konstruktion, Kosten und Durchführung bis hin zur Bauphase ist alles dabei. Die EWB-Mitglieder überschreiten nicht nur geografische Grenzen, sondern auch die ihres Alltags. Denn für die EWBler bedeutet die Projektumsetzung auch die Überwindung von interkulturellen und sozialen Barrieren. Ja, die ganz besonders prägenden Erlebnisse bei EWB sind natürlich die Projektarbeit, wenn man dann im Land ist, wenn man ein Projekt abschließen kann, wenn man sieht, wie es genutzt wird, wenn man einfach monatelange harte Arbeit zusammen mit den Locals hinter sich gebracht hat und dann einfach gemeinsam mit dem Team, mit den Menschen vor Ort einfach feiern kann, dass man wieder was bewegt hat und dann auch sieht, dass die Hilfe, die wir so lange so hart vorbereitet haben, tatsächlich auch angekommen ist. Das Gefühl ist auf jeden Fall ist erfüllend, ganz in einer Art, die das Studium vielleicht jetzt gerade in den ersten Jahren noch nicht bringen kann. Bereits über ein Dutzend Projekte wurden erfolgreich abgeschlossen. Damit das gelingt, arbeiten bei EWB Studenten verschiedener Fachbereiche zusammen. Durch Austausch und gelungener Zusammenarbeit entstehen hier kreative und nachhaltige Lösungen. Ich glaube, das Besondere bei EWB ist einfach, dass wir hier eine ganz großartige Teamarbeit haben, dass jedes Mitglied bei uns im Verein immer wieder bereit ist, sich selber zu entwickeln, Neues zu lernen und sich auf ständig verändernde Umstände einzustellen. Und es ist, obwohl wir das alle hier ehrenamtlich machen, trotzdem auf eine ganz besondere Art und Weise bereichernd für jeden, der dabei ist. Aber das ist das schöne Zusammenspiel so zwischen dem, man hat die Zeit in Deutschland und kann dort planen und vorbereiten und sich überlegen, was können wir alles machen und dann die Umsetzung am Ende zu sehen, ey, da steht was. Das ist schon wichtig.